Hallo zusammen, so heute ist Samstag. Ich bin, ihr seht das, Hintergrund, ich bin immer noch bei meiner Freundin in der Ferienwohnung und ich hatte eigentlich gedacht, ich fahre jetzt am Sonntag zurück, aber wird nichts. Ich kann erst nächste Woche zurückfahren. Also dachte ich mir, mache ich noch ein Video, ein beliebtes Samstagsvideo und zwar Feedback Concealer, also Produkttest L'Oreal gegen Judith Williams. Ich habe zwei L'Oreal Produkte hier, einmal den Judith, Quatsch. Ja, den Judith Williams, das ist der mit diesem soften Applikator und den Edge Perfect, den habt ihr ja schon eine Weile gesehen bei mir und jetzt ein neuer, dieser Infallible More Than Concealer, also mehr als ein Concealer. Und dieses Teil hat es in sich, Ladies, ich sag's euch. Also, ich stelle euch jetzt die drei vor, sage euch mein Feedback dazu und noch so ein paar Anwendungstipps. Also, wie trage ich einen Concealer richtig auf, was sollte ich tun und was sollte ich vermeiden. Und ich hoffe, dass die Kaffeemaschine jetzt sich wieder angeht. Ich hatte nämlich gestern auch einen Film gemacht, aber der war nicht gut, den habe ich gelöscht. Ich kenne das ja, manchmal ist man hat ja auch an sich so einen Standard, ne? Also gut. Ja, ich hoffe übrigens, euch geht es gut. Also ich kämpfe ja so mit einer Erkältung so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die hält sich noch ein bisschen zurück und es wäre ganz gut. Ich muss erstmal wieder nach Hause. So, es knackt ein bisschen. Concealer. Ihr wisst, ein Concealer ist ja so ein Wundermittel, ne? Deckt, kaschiert ab. Also mit einer hohen Deckkraft meistens kaschiert. Lässt Rötungen verschwinden. So Pickelchen, Unebenheiten. Augenringe, das ist so eine Sache, Augenringe, wenn sie da sind, dass das sich nicht absetzt. Also das leidige Problem, setzt sich ein Concealer ab, soll ich einen Puder darüber aufgeben oder nicht? Also als allererstes Tipp 1, der Concealer sollte immer einen helleren Ton, Haut, also als eure, einen helleren Hautton haben. Entschuldigt bitte, also einen helleren Ton als eure Haut haben. Da habe ich zum Beispiel diesen hier, diesen wundervollen, ich mag ihn wirklich, diesen Age Perfect. So, eigentlich Blödsinn, ich mach's. Der Ton ist, ich habe hier den Spiegel. So, und da sind wir schon bei Punkt 2. Ein Concealer sollte nach dem Make-up, also wenn ihr eure Foundation aufgegeben habt, bitte dann erst den Concealer verwenden. Weil manchmal erübrigt sich das auch, ne? Man hat eine Foundation aufgetragen oder eine BB-Creme und stellt fest, oh Gott, ich brauche gar keinen Concealer mehr. So, also, Punkt 3, den Concealer mit den Händen verblenden, weil die Hände, wir haben eine gewisse Wärme, diese, unsere Körperwärme, lässt das Produkt einfach besser verschmelzen, Haut und Produkt. Seht ihr, wie schön sich das einarbeiten lässt? Natürlich kann man auch gerne einen Beauty Blender nehmen oder diese Concealer-Pinsel gibt es ja auch. So, und schwuppdiwupp, es ist weg. Noch empfehlenswert ist es natürlich, eine Augencreme darunter aufzugeben, wenn ihr jetzt so eine besonders trockene, gestresste Augenpartie habt. Aber die darf nicht zu fetthaltig sein. Am besten so ein Gel. Also ich nehme zurzeit immer dieses Instant, dieses Augengel von Dalton. Ihr könnt auch einfach eine Augencreme eurer Wahl nehmen, die ihr, also wo ihr ein gutes Gefühl bei habt. So, also das ist jetzt verblendet. Das wäre jetzt Punkt 3. Jetzt die Auftragungsweise, wie viel, dazu nehme ich jetzt mal diesen hier, also dieser Infallible Than, More Than Concealer L'Oreal, neu im L'Oreal Regal, 9,95 € oder so, kommt daher mit einem riesen Mega XXL Applikator, gibt es in 20 verschiedenen Farbrichtungen, ich habe hier die Farbe Kaschmir, ist riesengroß. So, was ihr jetzt nicht tun solltet, was ich oft sehe und wo ich schmunzeln muss. Also einmal, dass ihr das Ganze hier so einen Halbmond aufgebt, ne? So einen Halbmond, sieht man gerne. Ich mache es jetzt alles übertrieben für euch. Oder noch schlimmer, dieses berühmte Dreieck. Es wird so ein Dreieck aufgegeben und dann habt ihr mega viel Farbe unter dem Auge und dann wird schön mit dem Beauty Blender. Klar, vor der Kamera sieht das alles toll aus, in dem Moment, wo es getan wird, aber ihr rennt ja damit rum.
Das ist das Problem. Es werden oft Dinge gezeigt, die wirklich toll aussehen in dem Moment fürs Foto, für den Film. Aber sorry, wir sind ja im echten Leben und nicht irgendwie auf dem Laufsteg. Ne? Also, man hat also das Problem, wenn man zu viel aufgibt, wohin mit der Farbe? Also das ist das Nächste. Einfach gezielt Drei-Punkte-System, sage ich immer, drei Punkte und dann schön verblenden, wenn es zu wenig ist, könnt ihr immer noch was dazu geben. Nicht den Halbmond, nicht das Dreieck. So, jetzt versuche ich mal, eigentlich ist es ein Wahnsinn, das hier zu verblenden und eigentlich geht das überhaupt. Also es ist sehr aufwendig. Ich habe hier dermaßen viel Farbe und wisst ihr was, ich muss jetzt mal kurz weg. Ich habe jetzt leider hier kein Kleenex. Ich muss mal schnell ganz kurz verschwinden. So, ich versuche das jetzt mal hier. So, was ich zu diesem Concealer als Feedback sagen möchte, der ist matt, hat eine irrsinnig hohe Deckkraft. Es ist total cakey, maskenhaft, also für mich. Seht mal, ich kriege das überhaupt nicht weg. Ich lasse das jetzt mal so. Ich lasse das jetzt mal als abschreckendes Beispiel für euch. Also, ne, L'Oreal ist doch nicht gleich L'Oreal. Es ist hier total furzetrocken. Die Fältchen sind noch mehr betont. Das kriecht hier so richtig rein und das ist am, also ich habe es gerade aufgegeben. Ne? Wenn ich jetzt dann noch ein Puder darüber geben würde. Ohne Worte, oder? So, ich kriege das jetzt nicht weg. Ich muss es nachher mit dem Entferner, muss ich das entfernen. Also das ist jetzt das Vorstellen dieses Concealers. Also, wer jetzt richtig viel abdecken möchte, ist der bestimmt ganz klasse. Also für mich, ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht, hier verschmilzt dieser Concealer wunderbar mit der Haut und hier sehe ich, obwohl es also eine gleich helle Farbe ist, das liegt wie so eine Schicht oben drauf und es lässt sich auch gar nicht verblenden. Gut, vielleicht mit einem feuchten Beauty-Blender. Aber ich will ja nicht dieses Maskenhafte. Ich will ja nicht mich zuspachteln. Ich bin ja keine Leinwand, wo ich jetzt eine Zentimeter dick hier die Farbe aufgebe und die verblende. Also ich bin mit diesem Teil nicht zufrieden. Es wird auch angepriesen. Man sieht ja mal in der Werbung, ich habe gestern die L'Oreal-Werbung dazu gesehen, man sieht ja blutjunge Dinger, ne, die dann Concealer benutzen, wo ich mich totlachen könnte. Was wollen die damit? Die Werbung wird immer mit jungen Frauen, die auch Hyaluronsäure und Antifaltenprodukte vorstellen, angepriesen, das kotzt einen wirklich an, ja. Das hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Klar will vielleicht keiner eine alte Schachtel sehen, aber irgendwie, das ist doch eine falsche Welt, ne? Wieso soll jetzt so ein glattes, gesunder 20-Jährige ein Anti-Aging-Produkt vorstellen? Nun denn, also dieser Concealer kommt für mich nicht in die Tüte, das war ein Fehlkauf. Also für mich absoluter Fehlkauf. Wer ihn haben möchte, schreibt mir bitte. Ich meine, gut, ich habe mir jetzt mal unter die Augen aufgegeben, aber der fliegt sonst weg. Das ist natürlich schade drum, aber ich dachte mir, ich stelle euch den mal vor, diesen XXL-Applikator, More Than Cashmere, More Than Concealer. Der ist wirklich mehr als ein Concealer, das ist ein Make-up. Das ist ja wirklich ein, ist ja wie so ein Theater-Make-up hier, wie so eine Camouflage liegt das da drauf. Also kann ich jetzt irgendwie nicht begeisternd hier weitergeben. So, das nächste Ding ist, um das Auge zu liften, jetzt mache ich das mal hier, das Auge zu liften, das muss aber auch ein heller Concealer sein, den Concealer in den Ecken hier auftragen, ja, in den Ecken, seht ihr? Oh, das ist eine ganz andere Konsistenz. Und dann wird das nach oben hin geliftet, verblendet, weil die Ecken sind meistens so ein bisschen gerötet, ja. So, das sieht eigentlich sehr, sehr schön aus, so. Also, ne? Shape your eyes, so, in die Ecken. Ein Highlighter hier vorne und hier ein bisschen hellen Concealer. Nicht großflächig auftragen, keine Palme, kein Tannenbaum, alles, ja. Und wenn jetzt jemand eine fettige Haut hat, auch noch ein Tipp, dann nehmt ihr einfach ein sauberes Kleenex und geht dann über den Concealer nochmal darüber. Ihr könnt auch diese Blotting Paper Tücher benutzen und diesen Fettfilm so ein bisschen wegzunehmen, ja. Mein Gott, das ist wirklich, also es deckt ab, ne? Also es knackt, es deckt wirklich ab, also keine Frage, es ist ein Theater-Make-up, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, also warum ständig neue Concealer erfunden werden müssen. Das ist doch alles, das verunsichert uns doch nur, ne? Also jeden Monat kommt was Neues raus. So, und dann haben wir noch den, den da, den Judith Williams. Ja, den hatte ich ja gekauft, war ganz zufrieden, aber eigentlich macht der relativ wenig. Den gibt es nur in einer Farbe, hat mit Vitamin E, der ist sehr soft. Der ist jetzt nicht so matt wie der. Also der ist ja matt, das wird hier so rausgedreht und... Jetzt gebe ich das hier mal noch drüber. Meine Haare hier. Seht ihr, der ist, ich mache jetzt mit das Dreieck, dass ihr das seht, der ist glänzend. Der ist natürlich sehr schön soft in der Textur und hinterlässt ein tolles Hautgefühl. Der setzt sich auch nicht so ab. Also diese beiden sind eigentlich ganz gut. Der kostet 7 Euro und der kostet 9 Euro noch was, ja. Gut, jetzt habe ich den darüber gemacht, sieht das andere nicht mehr so krass aus, aber der hier, Mensch, der ist echt, wow. Kann ich also empfehlen, der ist jetzt nicht so, der deckt jetzt nicht so irre ab. Hier vielleicht diese roten, geplatzten Äderchen, das geht auch ganz gut. Ist eine sehr schöne Handlungsweise mit diesem Applikatorschwämmchen. Ja, also der neue Infallible, der fällt durch bei mir. Also bei mir, ne? Das ist alles, das ist mein. Ich gucke das mal an, meine Güte. So, das ist jetzt mein Empfinden. Dieses Produkt hier von Judith Williams hatte ich euch auch schon vorgestellt. Das ist eine Mascara mit diesem etwas ausgefranselten Bürstchen, die diesen Smudge-Effekt hat, also Wahnsinn, also sehr irre Farbabgabe, schon beim ersten Tuschen, ist kein Eintuschen nötig, die trennt die Wimpern ganz gut, es ist sehr viel Farbe dran, ihr müsst nur aufpassen, dass es nicht so verklumpt, also so Klumpen an den Wimpern hängen, aber ist eine ziemlich gute Mascara. Kommt so ein bisschen mit der Claudia Schiffer mit, obwohl das Bürstchen da feiner ist, aber das ist eine sehr, sehr gute. Die nennt sich auch irgendwas mit. Wie nennt die sich denn? Ich guck mal nach, ihr Süßen. Die nennt sich, wow, Midnight Black. Länge und Volumen. So. Also mit dem Concealer, das ist so eine Sache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er den benutzt oder nicht benutzt. Also ich mache den nach Tagesform oder nach meiner Tagesstimmung abhängig. Ich denke mir, wenn man jetzt Augenringe hat, mit dem Concealer, manchmal macht man es nur schlimmer. Nehmt also einen soften, also ich kann nur einen softeren, also nicht so einen mit dieser hohen Deckkraft, der so wahnsinnig, der so wahnsinnig viel abdeckt und ehrlich gesagt wirklich cakey aussieht. Sobald der trocken ist, ist der matt, cakey und ich versuche euch immer jetzt, das so auch diese Feedbacks zu geben. Wie sieht denn das Teil dann im Alltag aus? Ne? Wie macht er sich dann über den Tag? Und nicht nur in dem Moment, ich habe gekauft und stell mal vor und guckt mal, wie schön. Kann man natürlich machen, aber wie verhält sich ein Produkt über den Tag? Oder über Tage? Und ich bin übrigens sehr beglückt, dass ich eigentlich so ein durchweg positives Feedback bekommen habe zu den ganzen Dalton-Produkten, die ihr euch bestellt habt. Also alle Ladies, die sich Dalton-Produkte bestellt haben, sind happy. Jeder hat ja irgendwie was anderes. Und das macht mich natürlich sehr glücklich, dass das ankommt. Ne? Dass ich und insofern seht ihr ja, ne? Also ihr seht schon, ihr wisst, was ich meine. Gut, ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Wir haben ja jetzt Wochenende. Es soll ja ein wunderschöner Tag sein. Also ich drehe natürlich einen Tag vorher, aber ich weiß, dass Samstag ein wunderschöner Tag sein soll. Der schönste überhaupt, der absolute Frühlingstag. Und ich werde vielleicht nochmal in den Park von Sancy gehen und vielleicht nochmal ein paar Impressionen einfangen für euch. Und wünsche euch wie immer das Beste. Ich fahre nächste Woche nach Hause. Ich weiß nicht, wie das weiter aussehen wird in Frankfurt. Ich habe dann noch ein tolles Modevideo mit meiner Freundin. Das habe ich letzte Woche gemacht in so einer Boutique. Sie hat da so ein paar Sachen anprobiert und ich habe sie gefilmt dabei. Das kommt auf jeden Fall, das werde ich zu Hause. Es sind aber 11 Sequenzen und die muss ich zusammenschneiden. Das konnte ich jetzt hier nicht machen. Das muss ich dann von meinem richtigen großen Computer machen und mit
mein Programm, das alles schön zusammenfügen etc. Aber ansonsten weiß ich noch nicht. Ihr habt gesagt, ich soll einen Putzvlog machen. Wie stellt ihr euch das vor? Ich stell da, sitze oder stehe da mit einem Putzeimer und filme dabei. Ich weiß nicht, ich zeige euch auf jeden Fall mal, wie es aussehen wird. Es wird natürlich schon ordentlich aussehen, aber es ist eben dieser Baustaub, der überall, ne, wenn man so Wände einstellt, dieser feine Staub, Rigips und Trullala und Tralala. Und, ach, schauen wir mal, ich lasse mich selber überraschen. Ihr Süßen, also, wunderschönes Wochenende. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich und danke fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Bye, bye. Ich krieg ihn mal. Okay, ich krieg's nicht aus. Okay, ich mach das jetzt mal so rum.